Es ist wieder Zeit für ein Sommergericht bei Edeka und wir machen heute Nizza-Salat mit Thunfisch. Hammergericht. In meinem Nizza-Salat sind Kartoffeln und Eier und dafür habe ich schon mal Wasser vorbereitet. Für die Eier der kleine Topf, der große für die Kartoffeln, die setze ich jetzt auf und dann kümmern wir uns um das Dressing. Kartoffeln immer kalt aufsetzen, dann sind die gleichmäßig durch und auch salzen, dann sind die auch schön schmackhaft und haben eine gewisse Würze. Ich nehme oft für meine Dressings Schraubgläser oder irgendwas mit Verschluss, wo ich das Dressing aufbewahren kann. Ich fülle alle Zutaten hinein, dann schüttle ich das durch und jedes Mal vom Gebrauch kann ich das immer wieder schütteln, ohne unnötiges Geschirr schmutzig zu machen. Tipp von Easy. Olivenöl, 2 Esslöffel Essigessenz. Brauchen wir etwas Zitronensaft. Wenn ihr kleine Zitronen habt, dann nehmt ihr eine ganze Zitrone. Wenn ihr eine große Zitrone habt, dann nehmt ihr eine halbe. Das reicht vollkommen aus. Jetzt brauchen wir Dijon-Senf, 2 Teelöffel. Und natürlich etwas Salz. Für die Struktur des Dressings und eine gewisse Schärfe. Pfeffer. Unser Wasser kocht. Jetzt kommen die Eier rein. Und davon brauchen wir 4 Personen, 4 Stück. Als nächstes nehmen wir grüne Bohnen und diese putzen wir auf eine schnelle Art und Weise. Und zwar nehmen wir die nicht einzeln, nein, nehmen ein paar, klopfen die ein bisschen aufs Brett. So habt ihr alle Enden auf einer Höhe. Dann nehmt ihr ein Messer und schneidet die Enden ab. Genau das gleiche andersrum. Wieder die Bohnen in die Hand. Das andere Ende, Messer, abschneiden. Jetzt schrecken wir die Eier ab. Und pellen die. Den Frühlingslauch schneiden wir in Ringe. So, die Kartoffeln gieße ich jetzt ab und dann lasse ich die etwas abkühlen. Dann werde ich die in Stücke schneiden und marinieren. Und die Marinade machen wir jetzt. Die Zitronenschale abreiben, aber das Weiße nicht mittreiben, sonst wird das bitter und nicht aromatisch. Der Nizza-Salat kommt ja nicht aus Nizza, was viele Leute denken, er kommt nämlich aus Paris. War mal so, dass ein Koch Nizza vermisste, das Meer, die Aromen und dann dachte er sich, er kreiert einen Salat, der ihn daran erinnert. Deshalb gibt es auch keine festen Bestandteile, sondern man nimmt immer das, was einen an Meer erinnert. Und natürlich nehmen wir auch den Saft mit. Was gehört zu einer guten Marinade? Gutes Olivenöl. Kartoffeln in mundgerechte Stücke schneiden, damit man sich später damit nicht besonders viel beschäftigen muss. Die Marinade müssen wir natürlich auch umrühren. Nochmal kurz, falls sich die Schale abgesetzt hat. Jetzt kommen die Kartoffeln hinein. Wenn die Schale dran bleibt, ist es voll okay. Die haben wir nämlich vorher gewaschen. Das Ganze einfach umrühren, schwenken und dann ziehen lassen. Die Bohnen blanchieren wir im Salzwasser, denn roh sollte man die Bohnen nicht essen. Die Bohnen sind soweit. Die waren gerade mal 2 Minuten im kochenden Salzwasser. Jetzt gieße ich diese ab und schrecke die mit kaltem Wasser ab. Ihr könnt natürlich auch eine Schüssel mit Eiswasser nehmen, das geht auch. In meinen Salat kommt noch Oliven rein, Tomaten und Zwiebeln. Wie so oft eine rote Zwiebel. Ich mag rote Zwiebeln sehr. Sie sind sehr farbenfroh, sie sind süßlich. Halbieren die äußere Schale ab. Schöne feine Streifen von der Zwiebel. Jetzt die Tomaten. Wir haben hier schon den Thunfischsteaks. Ihr könnt natürlich auch Thunfisch aus der Dose nehmen, wenn ihr wollt. Ich nehme diese Tikka-Steaks, die lasse ich jetzt auftauen. Und zwar im kalten Wasser. Die schonste Art, um Thunfischsteak gefroren aufzutauen. Ich fange schon an, meinen Salat auf den Teller anzurichten. Was fehlt uns noch? Thunfisch. Der wird à la Menü, also kurz vorm Servieren, angebraten. Nicht vergessen, das Auge ist immer mit, ne? Ich mache jetzt Sardellenfilets noch rein. Die Pfanne ist heiß, jetzt kommt der Olivenöl rein und die Thunfischsteaks. 1-2 Minuten scharf anbraten, bei richtig starker Hitze von beiden Seiten. Und Salz und Pfeffer dran. Und alles, was daneben gefallen ist. Zack. Und so sind beide Seiten gewürzt. Jetzt schneiden wir den Thunfisch. Wichtig ist, dass der Thunfisch in der Mitte zwar roh ist, aber nicht kalt, sondern mindestens Raumtemperatur hat. Machen wir ein bisschen Chaos mit dem Frühlingslauch. Und frischen Basilikum. Praktisch, oder? Einfach schütteln und jetzt wird garniert. Mmh, es ist super lecker. Der perfekte Sommersalat für mich. Alles drauf, was ich gerne habe, was ich liebe, was mich am Meer erinnert. Wenn ihr das Ganze gerne vegetarisch wollt, dann könnt ihr statt Thunfisch natürlich Avocado nehmen und die Sardellen weglassen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren und Nachkochen. Bis zum nächsten Mal, euer Easy.